freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ich habe in vielen, vielen Gemeinden gepredigt. Ich habe ja eine Zeit lang im Reisedienst beim Missionswerk Neues Leben, bevor ich dann 100%, also ganz angestellt wurde, in der Deichstadtkirche als Pastor für Lehre. Aber bei euch war ich noch nie, außer dass wir bei euch schon Gottesdienste gefeiert haben und Musik gemacht haben. Man hatte ich mir überlegt, was nimmst du mit? Ihr seid ja eine Gemeinde, die mit bei uns im Netzwerk ist. Eine nette Predigt, ja, die uns alle so ein bisschen gut fühlen lässt und unterhält. Dachte ich mir, nee. Wisst ihr, wir haben so viel christliches Entertainment in Gemeinden. Das heißt, christliche Unterhaltung, wo man hingeht und dann finden wir alles toll und gehen nach Hause. Nee, ich glaube, heute gibt's mal deutliche Worte. Okay? Nee, habt Angst? Okay, alles klar. Pass auf, wir sind so in den letzten 10, 15 Jahren, wo ich wirklich viel auch ja mit Christen zu tun hatte, in Gemeinden unterwegs gewesen, mehrere Sachen aufgefallen, was Gemeinden betrifft, aber auch unser persönliches Leben. Das sind besonders drei Punkte und die möchte ich euch weitergeben. Fangen wir an. In 1. Korinther 3, Vers 11 steht, das Fundament ist gelegt. Was ist das Fundament? Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Also, Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Theoretisch. In der Praxis ist es so, dass wir alle, also ich persönlich und ihr als Gemeinde, immer darum kämpfen müsst, dass Christus im Zentrum bleibt. Das nennt man Nachfolge, okay? Das nennt man Glauben. Normalerweise würde man denken, natürlich ist Christus im Zentrum einer Gemeinde, wer denn sonst? Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein Kampf, den du immer wieder hast und den du brauchst. Deswegen haben wir ja Feste, die wir feiern, die uns daran erinnern, dass Christus das Zentrum ist. Ja, wir haben Abendmahl. Was machen wir beim Abendmahl? Wir erinnern uns daran, dass Christus gestorben ist. Also das Brot und Wein oder Traubensaft nehmen wir zu uns als Zeichen des Todes Christus. Ihr habt in eurem Symbol, in dem Erlebtzeichen, ein Kreuz drin. Großartig, ja? Jedes Mal, wenn ihr das seht, erinnert ihr euch, Christus ist im Zentrum oder sollte im Zentrum sein. Alle unsere Feste feiern wir auf Jesus bezogen hin. Also das geht ja los mit Weihnachten, Jesus Christus wird Mensch und das ist Ostern, Karfreitag, die ganzen Sachen, es geht um Jesus, Jesus, Jesus. Aber in der Realität geht es in Gemeinden um den Musikstil, um die Frauenfrage, um Endzeit, um alles Mögliche. Und ihr habt noch eine besondere Gefahr, also ich habe ja gesagt, ja, will ja deutlich sein, weil ihr am Bauen seid oder gebaut habt. Wisst ihr, wie viele Gemeinden sich zerlegen, auseinanderfallen, nachdem sie bauen? Weil ganz klar, also man muss Energie und Zeit auf den Bau legen, die Finanzgeschichten, die dahinter hängen, die Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Gemeinden, die bauen, sind in einer riesen Gefahr, dass auseinanderfallen, weil halt eben den Fokus nicht mehr auf Jesus hast. Ihr habt das anscheinend gut hinbekommen. Ihr wächst sogar noch. Also Hut ab. Und auch heute Morgen ist mir aufgefallen, wie viel Fokus auf Jesus ist. Großartig. Ihr habt gesagt, ihr habt getauft letzte Woche. Ich weiß nicht, wie das bei euren Taufen ist. Bei unserem Taufkurs, das sind 6 Einheiten, die ersten beiden gehen nur um Jesus. Jesus, 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 Jesus. Und dann werden 4 Einheiten über die Gemeinde berichtet. So. Und wenn die sich taufen lassen und ihr Taufzeugnis ablegen, dann sage ich denen, hört zu, erzählt von Jesus. Der Rest ist alles Beiwerk. Erzählt von Jesus. Wie sehen die Taufzeugnisse bei uns immer aus? Also 95%. Ja, ich fand die Gemeinde schon immer gut und ich glaube auch an Gott. Jetzt will ich mich taufen lassen auf meinen Glauben. Woran glaubst du denn? Ja, an Gott. Und ich denke die ganze Zeit, Jesus, 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 sag was über Jesus. Ja, also ja, wir glauben auch an Gott und ich will nicht Gott und Jesus ausspielen. Aber es ist die Rede immer von Gott. Ich kann mich mit einem Moslem über Gott unterhalten. Aber an Jesus Christus schreien sich die Geister. Und auch wenn ich den einbläue, rede über Jesus, und dann geht es immer so allgemein und ja und oh. In wessen Namen sollen wir beten? Jesu. Wie oft beten wir gezielt zu Jesus? Die meisten ganz selten. Lieber Gott, mach, dass dies und jenes ist. Wieso betest du denn nicht? Jesus Christus, ich bitte dich in deinem Namen und dann, dass du dein Gebet weiter fortsetzt. Fragt euch mal selbst, wie viel betet ihr zu Gott, der weit weg ist und nicht so greifbar wie Jesus, und wie oft zu Jesus? Und das ist ein Problem. Jesus rückt raus.
aus der Mitte. Das hast du im persönlichen Leben, ja. Wie oft beschäftigst du dich mit Jesus? Und wie oft mit anderen Dingen? Ihr Männer. Warum kann man mit Männern eigentlich nie über Jesus reden? Als ob es denen peinlich ist. Also so kommt es mir vor. So ein bisschen über Gemeinde geht immer, über Gemeinde meckern geht noch besser. Aber über Jesus, ist ja so, dass teilweise, ich weiß nicht, wie eure Männer sind, Männer sich noch nicht vertrauen zu beten. Nee, lass mal den Frauen, nee, ein bisschen. Hör, was ist denn los mit euch? Es geht um Jesus, Jesus, Jesus. Manche können den Namen noch nicht mal aussprechen. Freunde, das ist die Zentrale unseres Glaubens. Und daran müsst ihr arbeiten. Dafür müsst ihr kämpfen in der Gemeinde und im persönlichen Leben. Und wir auch. Und alle anderen Gemeinden auch. Das war von Anfang an so. Hebräerbrief, gutes Beispiel. Die kommen gerade zum Glauben und dann merken sie, es ist nämlich schwierig, Christ zu sein, auch Verfolgung und Druck, und gehen zurück zu ihrem alten System, zum Judentum. Und wo der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, nein, es geht um Jesus, Jesus, Jesus. Versteht doch, ihr könnt nicht ins alte System zurückfallen. Machen sie aber. Okay? Das ist ein Problem. Für uns alle. Wisst ihr, wie die Reformation entstanden ist? Ja, weil der Fokus in der Kirche damals überhaupt nicht mehr auf Jesus war, sondern auf Tradition. Und so musste Luther und andere mussten dann sagen, ey, Moment, da steht eigentlich was anderes drin. So sind die Mennonitenbrüdergemeinden entstanden. Weil bei den Mennoniten auch einfach dann Tradition da war. Wir sind ja eine Mennonitenbrüdergemeinde, ihr seid ja Baptisten. Eigentlich bin ich auch Baptist. Okay? Ja, meine Eltern sind Baptisten aus Kroatien. Als sie hier hinkamen, die haben noch nie was von Mennoniten gehört. Haben gedacht, naja, die Mennoniten glauben so ähnlich wie wir, dann gehen wir da hin. Okay? Mennonitenbrüdergemeinden, dass da Leute klar geworden ist, hey, das ist alles Tradition geworden. Und deswegen ist Tradition ein Riesengegner von Jesus. Nicht immer, aber meistens. Überlegt mal selbst, wie es in eurem Leben ist. Ist Tradition so wichtig? Das haben wir schon immer so gemacht. Oder sagst du, ja, Moment, aber in der Bibel steht was anderes. Wenn mir jemand zur Antwort gibt, und das erlebe ich in Gemeinden, wenn ich sage, pass mal auf, in der Bibel steht aber, oder Jesus sagt aber dies und jenes, und die Antwort ist dann, ja, aber das haben wir schon immer anders gemacht. Ach so, ja dann. Ja, das ist nicht schlimm. Dann machst du das nicht, wie es in der Bibel steht. Das ist ein Problem. Wir haben ja alle Tradition, alle von uns. Ich auch, ihr auch, jeder von uns. Niemals darf das auf die Augenhöhe von Jesus kommen. Passiert aber ganz oft. Will noch ein bisschen deutlicher werden. Ich weiß nicht, wie gleichdenkend ihr seid. Umso gleichdenkend eine Gruppe, eine Gemeinde ist, umso mehr hat sie ein Problem, mit Tradition und Jesus auseinanderzuhalten. Das heißt, wenn jetzt hier alles Russlanddeutsche sind, ihr werdet Tradition haben von drüben, die du mitbringst und sagst, das wollen wir bewahren. Kannst du machen, ist super. Aber es darf niemals auf Augenhöhe mit Jesus sein. Niemals. Und ich glaube, das macht es schwer für Gemeinden, naja, wo ganz viel gleichdenkende Menschen drin sind. Und deswegen liebt die Gemeinde im Neuen Testament die Verschiedenheit. Juden und Griechen und reiche Leute und Wohlhabende und Sklaven. Was passiert dann? Ja, man muss diskutieren. Und man merkt dann an einer Stelle, wir finden nur zusammen in Jesus Christus, weil wir keine gemeinsame Tradition haben. Das ist uns in der Ringstraße passiert. Wir haben uns ja jahrzehntelang immer gespalten, immer Stress gewesen, weil Tradition so wichtig war. Jesus, ja, auch natürlich, aber Tradition. Bis uns irgendwann klar wurde, wenn du zu uns kommst, wie gesagt, meine Eltern sind Baptisten aus Kroatien. Davor hatten wir Deutsche aus der Landeskirche, die zu uns kamen. Wir sind ja 1950 gegründet worden. Dann Vertriebene aus den Ostgebieten. Dann hat eben diese deutschen Brüderversammlungen, die kamen teilweise zu uns. Dann kamen natürlich viele Russlanddeutsche zu uns. Also wir sehen ein Sammelbecken von 20 Nationen. Das führt dazu, dass wenn man bei uns in die Gemeinde kommt, dass wir im Glaubenskurs sagen, hört zu, es gibt hier keine feste Tradition. Die gibt es nicht. Denn die Gemeinden haben sich immer gespalten. Auch unsere Gemeinde hat sich immer gespalten über Tradition. Darf man beim Gebet stehen oder muss man sitzen? Haben wir früher so gemacht. Wie lang darf der Rock bei einer Frau sein? Muss er ein Kopftuch haben? Und so weiter. Immer Tradition, immer Streit. Jesus, ja, den gab's auch irgendwo. Aber nicht im Zentrum. Nicht im Zentrum. Und so war klar, wenn du in die Gemeinde kommst, musst du deine Tradition erstmal nach hinten anstellen. Und Jesus ins Zentrum rücken. Jesus.
Jesus, Jesus, da geht nichts dran vorbei. Bete mal zu Jesus, nicht einfach nur zu Gott, zu Jesus. Wenn du dich taufen lassen willst, wenn ihr die nächste Taufe habt, achte mal darauf, worauf lässt du dich taufen? Du lässt dich nicht auf die Gemeinde taufen oder weil du Mitglied werden möchtest oder weil deine Eltern es wollen. Wisst ihr, was im Taufverständnis der Täufer drin steht? Dass der Täufling aus eigenem Antrieb danach fragen muss. Auf keinen Fall dürfen die Eltern Druck ausüben und sagen, Kind will sich nicht taufen lassen oder die Oma oder die Gemeinde. Aus eigenem Antrieb, so damit dir klar ist, warum du dich taufen lässt. Auf den Namen Jesu Christi. Und da scheiden sich die Geister, dass wir an Jesus Christus glauben. Also der erste Punkt, was ist im Zentrum? In deinem persönlichen Zentrum und im Zentrum eurer Gemeinde lehrt ihr Jesus Christus. Und nicht als gutes Vorbild, guter Meister, nee, als Erlöser der Welt, der sagt, dass er Weg, Wahrheit und das Leben ist. Also Punkt 1, Jesus Christus ist das Zentrum. Da geht nichts dran vorbei. Dann ist mir so in den letzten 15 Jahren klar geworden, also vieles klarer geworden, was Gemeinden betrifft, Gemeinde betrifft. Wisst ihr, viele Gemeinden machen alles richtig, aber erleben kein Wachstum. Und dann sagt man so, oder manche Gemeinden sagen, warum Wachstum? Das ist ja Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wenn interessiert das, sage ich, nein, das ist nicht Zahlen, 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 das sind Menschen, Menschen, Menschen. Okay? Und die Bibel spricht von Wachstum. Ganz klar, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium. Es geht um Wachstum. Es geht darum, Menschen zu erreichen. Das kannst du anders sehen, aber dann liegst du falsch. Das ist so ein Ding, was sehr konservative Gemeinden sagen. Wir müssen nicht rausgehen zu den Nachbarn. Dann liegst du falsch, weil die Bibel ganz anders lehrt. Und wenn du auch alles richtig machst, heißt das trotzdem nicht, dass die Gemeinde gelingt. Denn es heißt, Gott tut hinzu. Wenn ich im Reisedienst bin und ihr müsst halt verstehen, dass große Gemeinden die Ausnahmen sind. Jetzt bei dem Kongress, wo wir waren, kam das nochmal so deutlich hervor, dass 80% der Gemeinden in Deutschland unter 100 Leute haben. 90% der Gemeinden in Deutschland haben unter 200 Leute. Ihr seid mehr als 200, wir sind mehr als 200 in der Deichstadtkirche. Wir gehören schon zu den Top 10% an Größe. Wir lassen uns ein bisschen täuschen in Neuwied, weil wir in Neuwied natürlich viele große Gemeinden haben. Ja, die Gladbacher und die Tonaya und Matthias Erzberger, die sind ja alle relativ groß, sind ja alle über 200. Das ist die totale Ausnahme in Deutschland. Ich kenne die Eifel, da ist ein Bekannter von uns. Die sagen, die haben in 40 Kilometer Umkreis keine einzige evangelikale Gemeinde. Das ist so gängig. Ich war auf dem Osten unterwegs gewesen, da fährst du von der Autobahn runter, ja, da fährst du 40 Kilometer, bis das nächste Dorf kommt, da hast du Angst, dass du liegen bleibst und der Wolf dich holt. Und dann kommst du an und dann ist dann eine kleine Gemeinschaft an Christen, die sich da trifft. Das ist die Regel. Ich bin heute Abend, predige ich wieder in der Gemeinde, bei Bad Marienberg ist das. Das sind immer dieselben 12 bis 14 Rentner. Aber ich liebe die Gemeinde. Irgendwie hat die Gott mir ans Herz gelegt. Ich habe denen gesagt, ich helfe euch, ich komme predigen. Ja, 12 bis 14 Leute, das ist die Normalität. Okay? Dass Gemeinden gut laufen, ihr, bei uns, die Deichstadtkirche, die City Church oder, weiß nicht, Dierdorfer, ich kenne die anderen Gemeinden, die laufen vielleicht auch gut, die kenne ich zu wenig. Er hat nicht damit zu tun, dass ihr so toll seid, dass wir so toll sind. Nein, das heißt, Gott tut dazu. Warum auch immer er es macht, aber Wachstum kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht an dem Gras ziehen und denken, es wächst schneller. Gott tut hinzu. Und das sollte uns ein bisschen demütig machen. Ein bisschen runterholen. In 1. Korinther 2, Vers 4 steht, sagt Paulus, mein Wort und meine Botschaft wirken nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst. Oder an einer anderen Übersetzung heißt es, es ist nicht meine Rhetorik. Also weil Paulus sagt hier, es ist nicht, weil ich der super Prediger bin. Nein, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Und das macht Gott. Ich bin bei uns ja für die Predigten zuständig und ich hatte mal jemanden geholt, jungen Prediger, und ich fand, der hat furchtbar schlecht gepredigt. Meine Güte. Ja, und da bekehren sich zwei Leute. Und ich denke, warum bekehren die sich? Was soll das? Die Predigt war doch total schlecht. Ja, hat den Geist Gottes aber nicht interessiert. Okay? Weil der Geist Gottes Menschenherzen anrührt.
Und nicht gute Rede oder sonst irgendwas. Der Geist Gottes lässt wachsen. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Punkt dazu, trotzdem kann Gemeinde so sein, dass Gott es nicht wachsen lässt. Das heißt, du kannst nicht das Wachstum erzwingen, du kannst aber dazu beitragen, dass kein Wachstum passiert. Beleidigt durch euer Verhalten nicht den Heiligen Geist. Epheser 4, Vers 30. Oder guckt ihr die 7 Sendschreiben, die wir in der Offenbarung haben, wo von den Leuchtern die Rede ist, von den Gemeinden, wo die Warnung dann rauskommt, hey, wenn du dich nicht änderst, werde ich den Leuchter von deinem Platz wegstoßen. Okay? Wenn ihr weiter Irrlehre duldet, werde ich den Leuchter von seinem Platz wegstoßen. Wenn ihr nicht zur ersten Liebe zurückkehrt, oder da gibt es ja bestimmte Bedingungen. Und wir wissen das aus der Kirchengeschichte, dass bestimmte Gemeinden eingegangen sind, kaputt gegangen sind. Weil Jesus gesagt hat, okay, ihr seid ein frommer Club, bespaßt euch nur selbst mit frommen Sachen, aber die eigentliche Existenzberechtigung, mein Reich zu bauen, Evangelium zu verkünden, Jesus im Mittelpunkt zu haben, macht ihr nicht. Ich bin mir total sicher, dass die liberale Theologie in vielen Kirchen dazu beigetragen hat, dass die immer weiter schrumpfen und eingehen. Da habe ich keinen Zweifel. Was hast du denn noch zu erzählen, zu sagen, wenn Jesus für dich nur ein guter Mann ist? Oder wenn die Bibel beliebig wird? Ich suche mir ein paar Sachen raus, den Rest lasse ich lieber sein. Ja, also, erster Punkt, Jesus muss im Zentrum bleiben, bei dir persönlich und in der Gemeinde. Zweiter Punkt, die Gemeinde muss ein Ort sein, wo Wachstum möglich ist. Also wo der Geist Gottes Menschenherzen anrühren kann. Wir machen zu Christen, sollen wir Menschen machen und dann lehren und so weiter. Nicht christliche Tradition beibringen, steht nirgendwo. Das haben wir immer so gemacht, so läuft das jetzt hier. Nein, zu Christen, zu Jesus-Nachfolgern. Und das geht oft mit Tradition nicht gut zusammen. Es sei denn, die Gemeindeältesten begreifen, dass Jesus höher steht. Weil wie gesagt, Tradition haben wir alle. Und dann hatte ich diese Punkte so in meinem Dienst viele Jahre so, Jesus im Zentrum, darauf habe ich geachtet. Bei den Täuflingen auch, ey, guckt, dass Jesus im Zentrum ist. Ich habe mir eine Zeit lang mal angewöhnt, abends, wenn ich dann im Bett liege, einen Ausspruch zu machen über Jesus oder eine Aussage über Jesus, die Jesus groß macht, dass ich zum Beispiel laut ausspreche. Das waren die letzten Worte, die ich bevor ich schlafe ausspreche, Worte des Glaubens sind, wo ich sage, Jesus, du bist mein Erlöser oder Jesus, du bist mein Heiland oder Jesus, du hast meine Schuld mir genommen oder Jesus, du bist der Weg zum Vater. Irgendwie sowas. Ja, hat bis in die anderen gestört, wenn ich das laut gesagt habe, die schon am Schlafen waren. Aber meine letzten Worte wollte ich einfach, dass sie auf Jesus fixiert sind. Und ich wurde irgendwie, die letzten Jahre merkte ich, irgendwas fehlt da noch. Also Jesus im Zentrum sagt eigentlich alles aus. Und auch die Gemeinde, nicht als meine Gemeinde zu sehen, wo ich meinen Dickkopf durchsetze, sondern als Braut Christi, die offen ist für Menschen und wo Wachstum möglich ist. Ich kam nicht so ganz drauf. Irgendwas war da noch. So, jetzt guckte ich so dieses Frühjahr. Na gut, ich muss es zugeben, ich gucke TikTok. Ich mag die TikTok-Shorts. Finde ich witzig. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Die ganzen Social-Media-Dinger, egal ob jetzt Instagram, TikTok oder YouTube, die haben ja Shorts, das sind kurze Videos. Und das Internet kennt uns ja ganz gut. Die wissen ja, dass ich Pastor bin. Allein dadurch, welche Bücher ich bestelle, dass ich mir Predigten anhöre und so weiter. Und so kriegt natürlich jeder, kriegt so Videos, der so das macht, kriegt Videos vorgeschlagen, so ein bisschen nach seinen Interessen, ja. Bei mir kommen immer so Angelvideos, weil ich gerne angle. Oder Jagdvideos, weil ich gerne jagen würde. Aber mir nur sowas angucke. So. Und dann kommen natürlich auch christliche Videos, weil ich natürlich christliche Inhalte google, angucke und so weiter. Also, gucke ich mir da gerade was an. Da steht, ist ein Ausschnitt aus den 90er Jahren, steht ein Gemeindeältester auf einer Bühne, Riesenbühne, Nordamerika, also eine der Mega-Churches mit vielen tausend Menschen. Und der Pastor dieser Gemeinde sitzt gerade im Gefängnis. Also es kommt nicht raus, was der gemacht hat, aber anscheinend war das nicht so ganz koscher. Und dann steht dieser Gemeindeälteste da und sagt, liebe Gemeinde,
Ich konnte jetzt letzte Woche unseren Pastor so und so, nennt dann den Namen, endlich im Gefängnis besuchen. Und als ich ihn dann traf, dann habe ich ihn gefragt, lieber Pastor so und so, wann hast du deine Liebe zu Jesus verloren? Und er antwortet, der Pastor, du, ich habe meine Liebe zu Jesus nie verloren, sondern meine Ehrfurcht vor Gott. Und ich hörte das und dachte mir, das ist es. Die Ehrfurcht vor Gott. Was so viel fehlt in unserer Gesellschaft, in unserem persönlichen Leben, in meinem, vielleicht in deinem, ich kenne dich zu wenig. Die Ehrfurcht vor Gott. Denn pass mal auf, es ist die eine Sache zu sagen, ich liebe Jesus, aber dann ein Leben zu führen, so ein bisschen wie du willst. Und dann wird argumentiert, ja, aber Jesus ist ja Liebe und ich kann ja trotzdem so ein bisschen machen, was ich will und trotzdem Jesus lieben. Es gibt genug Leute, die so ticken. Aber wenn du Ehrfurcht vor Gott hast und begreifst, dass Gott heilig ist das meistgenannte Attribut im Alten Testament für Gott. Also wenn Gott irgendwie beschrieben wird, dann wird er heilig beschrieben. Dann wird hier ein bisschen anders. Dann merkst du, hey, die Heiligkeit vor Gott ist wirklich verloren gegangen. Weil mittlerweile hast du ja selbst Atheisten sagen, Jesus war ein tolles Vorbild oder so. Die würden nicht sagen, sie lieben Jesus, aber die sagen, Jesus ist schon ein Guter, ja. Aber das reicht nicht. Für die Erlösung reicht es natürlich, wenn wir sagen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Aber in unserem alltäglichen Leben dürfen wir die Heiligkeit Gottes nicht vergessen. Ich will euch ein paar Punkte nennen, bei denen ich glaube, wo man merkt, dass die Heiligkeit vor Gott oder die Ehrfurcht vor Gott verloren gegangen ist. Ja. Na, vielleicht nur ein Gedanke dazwischen. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, ich kenne eure Gemeinde ja zu wenig. Ich bin ja nicht bei euch für Lehre zuständig, sondern bei uns. Wisst ihr, warum bei uns wenig über Ehrfurcht oder Heiligkeit Gottes gepredigt wird? Relativ wenig. Weil wir ganz viele Menschen haben, die einen Schaden haben davon, dass ihnen von Anfang an klein beigebracht wurde, als sie klein waren, wenn du was falsch machst, dann haut Gott drauf. Und die kommen 40 Jahre später in die Seelsorge, weil die ein Gottesbild haben, was ganz schlimm ist. Also die singen zwar, Gott ist die Liebe, aber meinen, Gott hat die Peitsche. Die haben Angst. Ich habe jemanden, der sich taufen lassen wollte vor kurzem, der sitzt vor mir weinend und sagt mir, ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt. Weinend. Warum? Mega konservatives Elternhaus, Russlanddeutsch und immer beigebracht bekommen, auch bei der Erziehung, na warte, wenn Gott das sieht, dann gibt's sofort was drauf, dann gibt's sofort den Schlag drauf. Die sind, wenn du das beigebracht kriegst und ein sensibles Kind bist, bist du als Erwachsener geschädigt im Glauben. Bist du geschädigt. Du kannst nicht annehmen, dass Jesus dich liebt, dass er für dich gestorben ist, mit dem Mund vielleicht. Die sitzen kurz später in der Seelsorge. Okay? Und davon haben wir massenhaft Leute. Also haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Thema. Denn wenn du jetzt immer noch draufhaust und sagst, mach ja nichts falsch, sonst haut Gott drauf. Das, was die brauchen, ist tatsächlich Liebe und Gnade, diese Menschen. Aber das kriegt dann eine Schieflage, wenn du nämlich gar nicht mehr über die Ehrfurcht vor Gott sprichst. Das geht auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig für mich abzuschätzen in der Gemeinde, wie ihr es seid. Das müsst ihr selbst für euch beurteilen. Als ich beim Bibelseminar Bonn war, da habe ich studiert. Ich war in meiner Klasse der einzige nicht Russlanddeutsche. Das haben die erst am Schluss gemerkt und sagten, wie, du bist nicht Russlanddeutsch? Sag ich, nee, bin ich nicht. Was? Was machst du denn hier? Ich so, ja. Das sagte uns, jetzt müsst ihr selbst beurteilen, aber ich will es euch weitergeben. Sagte uns einer der Lehrer, der jetzt heute nicht mehr da ist, sagte, ja, wenn ihr in russlanddeutsche Gemeinden geht, je nachdem wie die sind, müsst ihr verstehen, die haben eine Leidenstheologie. Also eine Theologie des Leidens. Ja, wenn du. Und das ist berechtigt auch irgendwie. Also das ist nicht unberechtigt, das hat schon seine Gründe. Dass sie sagen, wenn du glaubst, an Gott glaubst, dann wirst du leiden. Und das ist, was ja viele erlebt haben. Vielleicht auch ihr, eure Väter, eure, weiß ich nicht, Verwandten, dass dann nachts der Geheimdienst kam und die Christen abgeholt hat, die Gemeinden verfolgt hat und sowas. Da hat sich diese Leidenstheologie draus entwickelt. Deswegen
passt es so Gemeinden ganz gut, wenn man über die Heiligkeit Gottes spricht. Das ist das, was die kennen. Aber es erzeugt Schaden, wenn man nicht gleichzeitig sagt, Gott ist die Liebe. Und Jesus Christus starb für dich und für dich und für dich und für dich. Und er würde es auch tun, wenn du der einzige Mensch auf der Erde bist. Das geht zusammen. Das geht Hand in Hand. Jesus liebt dich. Leid können wir sowieso nicht erklären. Leid kannst du nicht erklären, warum Gott manche leiden lässt, manche nicht. Glaub mir, die Woche war für mich eine emotional harte Woche. Ich habe jemanden besucht im Wachkoma, den ich gut kenne. Das war furchtbar. Und einen jungen Mann, der 30 ist, der im Endstadium Krebs im Gehirn hat, im Kopf hat. Furchtbar, gell? Da kannst du nicht erklären, warum Gott Leid zulässt. Ja, also Gott lässt Leid auf jeden Fall zu. Aber er ist auch Liebe. Okay, wir brauchen beides. Die Ehrfurcht vor Gott, die Heiligkeit und auch zu wissen, Gott hasst Sünde. Und wir brauchen das Kreuz, Jesus Christus im Zentrum. Okay, keine Ehrfurcht vor Gott zu haben, heißt, ich suche mir aus der Bibel aus, was ich möchte. Also, ich suche mir aus der Bibel aus, was mir gefällt. Und den Rest, lass mal. Den Rest lege ich weg. Im Moment gibt es diese starke Strömung des Postevangelikalismus. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon so mitbekommt, aber ganz große Bünde in Deutschland, die wir haben, kämpfen gerade damit, dass die junge Generation, auch die von der Bibelschule kommen, sich nicht mehr als evangelikal sehen. Also ihr seid evangelikal, auch wenn ihr den Begriff vielleicht gar nicht kennt. Ich auch, okay. Postevangelikal ist, wenn du sagst, oder die Bücher, die da rauskommen, so, ja, da wird zum Beispiel die Jungfrauengeburt in Frage gestellt. Maria war gar keine Jungfrau. Wir müssen überlegen, was das bedeutet. Wenn Josef der Vater wäre, dann ist Jesus nicht ganz Gottes Sohn. Also sowas wird wirklich gelehrt, gesagt. Ja? Mit sowas habe ich zu tun. Sowas erzählen mir Leute. Oder der Sühnetod Jesu war so gar nicht notwendig. Und die sagen auch, sie lieben Jesus. Sie lieben Jesus. Aber grundlegende theologische Dinge, die für unser Heil auch verantwortlich sind, werden aufgeweicht. Weil die sagen, na, verstehe ich nicht. Warum musste Blut fließen? Ja, es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe auch kein Russisch. Ja und? Gibt's deswegen Russisch nicht? Ja, deswegen, ich verstehe auch viele Sachen in der Bibel nicht, aber ich kann sie annehmen, kann sagen, so ist das halt. So ist das halt. Und ich nehme es an im Glauben. Aber im Postevangelikalismus, und das ist für mich ein typisches Zeichen, dass man die Ehrfurcht vor Gott verloren hat. Man sucht sich Sachen raus, die man mag und Sachen, die man nicht mag. Das ist das, was in Timotheus 4, Vers 3 steht. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden, sich Lehrer nach ihrem Geschmack suchen, die ihnen sagen, was in den Ohren kitzelt. Das ist nicht das erste Mal, dass wir so eine Zeit haben. Wir hatten schon immer wieder so Zeiten, auch in der Geschichte, auch Kirchengeschichte, wo sich Christen das rausgesucht haben, was sie gerne hätten. Und der Rest, oh nee, lass mal. Aber jetzt ist wieder so eine Zeit. Christen suchen sich raus, was ihnen gefällt. Was ihnen nicht gefällt, lasse ich weg. Und wir müssen ja gar nicht so weit gucken zum Postevangelikalismus. Jeder gucke auf sich selbst, dass er nicht falle. Wo hast du denn Bibelstellen, die du sagst, sind mir egal, steht zwar da, aber juckt mich nicht. So habe ich doch auch. Wir suchen uns ja auch Bibelstellen aus. Das ist ein Zeichen, das ist nicht Ehrfurcht vor Gott. Da wird die Bibel so beliebig. Wisst ihr, was uns im Moment so ein bisschen Sorgen macht? Meine eigene Gemeinde kenne ich ja gut, unsere eigene Gemeinde. Lügen zum Beispiel. Lügen scheint so salonfähig geworden zu sein. Also vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, als ich jung war, da hatten wir mit anderen Sachen so zu tun. Also, das ist mein Eindruck, dass man weniger gelogen hat, aber vielleicht andere Sachen gemacht hat, die nicht so gut waren. Heutzutage lügen mich Leute an, wo ich sage, das stimmt doch gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist irgendwie, ob das ein Trend ist, der mit dem Internet kommt oder dass man einem was vorflunkert und das auch noch witzig findet oder sowas. Oder, ey, hör mal, ehrlich, du sei ehrlich, ja? Sei ehrlich, überprüf dich selbst. Wo suchst du dir aus der Bibel Sachen aus, die dir gefallen und andere lässt du weg? Und wenn du jemand bist, der lügt, dann hör auf damit. Weil wir sollen nicht lügen. Wenn du jemand bist, der unehrlich ist, hör auf damit. Wenn du jemand bist, der andere mobbt oder das noch witzig findet, sich lustig zu machen auf Kosten anderer, hör auf damit. Weil die Bibel mag das nicht, die will das nicht. Da suchen wir uns auch aus, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und das zeigt fehlende Ehrfurcht vor Gott. Glaube hat Konsequenzen. Zweiter Punkt, keine Schuld vor Gott anzuerkennen. Also, wenn es eine Sache gibt, warum König David der tolle König ist, dann ist es, dass er Schuld anerkennt. Denn ehrlich,
Also König David, boah, ich weiß nicht, ob ich mit dem hätte befreundet sein wollen. Der ist teilweise so gnadenlos. Der ist so hart. Und wir sehen ja nur den Aspekt, ja, so ein, also, auserwählter König, tollster König überhaupt. Lest mal richtig Samuel. Junge, Junge, König David, der hat ja so viel Blut an den Händen gehabt, dass er einen Tempel nicht bauen durfte. Der war doch nicht ihr so ein netter, sanftmütiger. Nee. Und trotzdem, was ist er? Mann nach dem Herzen Gottes. Weil er eine herausragende Eigenschaft hat, Schuld zuzugeben. Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, haben keine Angst, Entschuldigung zu sagen. Gehörst du zu den Leuten, die sich noch nie bei irgendjemandem entschuldigt haben? Dann hast du anscheinend immer alles richtig gemacht. Oder könnte es sein, dass du zu stolz bist, dich zu entschuldigen? Ihr als Eltern, entschuldigt ihr euch bei euren Kindern? Das solltet ihr machen, dass eure Kinder es lernen, dass sich auch die Eltern entschuldigen, wenn sie was falsch machen. Wie sollen denn die Kinder lernen, sich zu entschuldigen, wenn ihre Eltern sich nie in ihr entschuldigen? Wenn der Vater sagt, nö, ich entschuldige mich bei meinem Kind nicht. Aber wenn du falsch bist, solltest du dich entschuldigen. Muss das Kind doch lernen. Muss es doch lernen. Das war die herausragende Eigenschaft von König David, die Saul einfach nicht hatte, sein Vorgänger. Ja, Saul hatte immer Ausreden. Wer das liest, immer Ausreden. Und dann soll der das Volk angreifen, soll alle Tiere auch töten. Was macht er? Holt die besten Tiere und sagt, nee, sind ja alle für das Reich. Also er hat immer eine gute Ausrede. Und dann kommt der Prophet und sagt, ey, ich höre doch das Geblöke von Schafen und von Ziegen. Du sollst doch die ganzen Tiere töten. Ja, immer eine Ausrede. Hast du immer Ausreden? Schuld sind immer die anderen. Nee, Männer und Frauen Gottes sind anders. Die ticken anders. Die schlagen sich an die Brust und sagen, sorry, ich habe Mist gebaut. Was solltest du machen? Auch in leitender Position. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann gib's doch zu. Stolz ist nicht gut. Glaub mir, Stolz wird dich zu Fall bringen. Als Nathan zu David kommt und dann diese Geschichte erzählt mit dem Schaf, dass da einer ein Schäflein hat, was er liebt und pflegt. Und der reiche Mann hat so viele Schafe. Und dann kommt der reiche Mann in die Stadt und sagt, ich will das Schaf von dem Armen haben. Ist David so sauer, dass er sagt, der Mann muss sterben. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Und was macht David? Ach, du hast recht. Er tut Buße. Keine Ehrfurcht vor Gott zu haben, sind die Leute, die denken, sie müssen nie Buße tun. Und mich nie entschuldigen. Tatsächlich, Leute entschuldigen sich nie. So stolz, habe ich noch nie entschuldigt. Meistens Männer übrigens. Meistens Männer. Mein Alter aufwärts. Ich bin 49. Sehe aus wie 39, aber nee. 49, okay. Also manchmal denke ich mir, ey, Männer, ihr Männer Gottes, die ihr so fromm tut und fromm redet, wenn ihr 60, 70, 80 seid, aber euch nie entschuldigen könnt, bleibt mir bloß weg. Wärt ihr Männer Gottes, wüsstet ihr, was es heißt, sich zu entschuldigen für manche Taten. Okay? Das Dritte, wo ich denke, oder wo ich sehe, ja, wo Ehrfurcht Gottes einfach nicht geachtet wird, und das ist vielleicht noch ein Ticken mehr, das ist das eigene Versagen, Gott zuzuschreiben. Im Paradies, da geht's ja los. Der Sündenfall ist, und Adam dann, ja Gott, das ist die Frau, die du mir gegeben hast. Auf gut Deutsch, ja Gott, du bist ja selbst schuld. Da kann ich ja nichts für, Gott. Was habe ich denn falsch gemacht? Hättest du mir nicht die Frau gegeben, hätte ich nicht in die Frucht gebissen. Also das ist einmal dieses nicht zugeben wollen, dass man das falsch gemacht hat, aber noch eins draufgesetzt, indem man sagt, ja Gott, das ist ja deine Schuld, deine eigene Schuld. Jesaja 49, Vers 1 steht, siehe, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Pass auf, ein letzter Gedanke. Ich glaube, wir haben nie drüber gesprochen, wie lange ich predigen kann, oder? Okay, ich meine nicht mehr lang. Ein letzter Gedanke, den finde ich aber so wichtig, weil ich ihn so fatal finde. Es gibt drei Mächte, die unser Leben bestimmen. Da ist Gott auf der einen Seite, der uns leitet, der uns führt. Jeder Herzschlag ist, weil Gott es so macht und zulässt. Unser Leben, alles, was passiert, liegt in Gottes Hand. Wir haben auf der anderen Seite den Satan.
Und das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Der läuft so mit im Hintergrund, aber richtet unglaublich Schaden an. Unglaublich Schaden an. Verführt uns zu Schlechtem, zu Bösen. Und oft vergessen wir, dass wir in der Mitte stehen. Die Bibel sagt, Psalm 8 zum Beispiel, er hat uns wenig geringer gemacht als Gott. Manche Bibelübersetzungen übersetzen wenig geringer als die Engel. Aber da steht Elohim, Gott, wenig geringer als Gott. Die Folge, dass wir Ebenbild Gottes sind, ist, dass wir entscheiden können. Nicht getrieben sind wie Tiere durch Instinkt. Entscheiden können. Jeden Tag kannst du dich entscheiden, will ich Gutes tun, will ich Schlechtes tun, will ich Gott nachfolgen, will ich es nicht. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag können wir entscheiden. Und so sitzt der Mensch in der Mitte zwischen Gott und Satan. Und ganz oft höre ich, ja, wenn Gott will. Ja, aber du auch. Stellt euch vor, Gott sagt zu Paulus, Paulus, ich möchte, dass du nach Europa gehst. Und Paulus sagt, ja, da muss ich ja was machen für Gott, wenn du willst, passiert das schon. Sag ich mal, Moment, Paulus, du musst auch gehen. Du musst auch gehen. Oder wenn du sagst, oh, wir hätten so gern ein tolles neues Gemeindehaus, aber wenn Gott will, passiert das schon. Ja, aber falls dir noch nicht aufgefallen ist, Gott möchte, dass du eine Entscheidung fällst. Dass du eine Entscheidung fällst. So viele Christen leben, als könnten wir keine Entscheidung fällen. So Fatalismus nennt man ja. Das ist ganz stark aus dem Islam kommen und aus fernöstlicher Lehre, aus dem Esoterikbereich kommt das. Bei uns Christen und aus der Bibel kommt was anderes. Nämlich, dass wir Entscheidungen fällen müssen im Alltag. Das nennt man Nachfolge. Und dass man sagt, ja Gott, ich habe nicht nur den Willen, dir nachzufolgen, ich mache auch den ersten Schritt. Ich habe Leute bei uns in der Gemeinde, die wollten auf die Bibelschule gehen, haben sich berufen gefühlt. Wo ich gefragt habe, ey, hast du schon erkundigt? Nee. Hast du schon irgendwas gemacht? Nee. Hä? Wie willst du denn auf die Bibelschule kommen? Ja, ich glaube schon, dass es Gottes Weg ist. Die sind nie auf die Bibelschule gegangen. Niemals. Haben den Ruf gespürt. Als Missionar, wenn du sagst, ich glaube, ich sollte in die Mission gehen, hast du schon irgendeinen Schritt gemacht? Nö, aber wenn Gott will, passiert das schon. Nein, so tickt die Bibel nicht, sondern die Rede davon, dass du Entscheidungen fällen musst und dass du mitentscheidest. Und wenn du sagst, Gott leite mich und du gehst den ersten Schritt, dann nimmt Gott dich an die Hand und sagt, los, auf geht's. Wir gehen den ersten Schritt. Guck mal, was Jesus macht bei der Speisung der 5000, wo Jesus den Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Da ist das ganze Essen da, die sind noch nicht satt. Dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, und dann müsst das gebrochen werden und beim Brechen des Brotes wird das erst vermehrt. Da wird es erst richtig vermehrt, wo die losgehen. Und das ist für mich auch so eine Sache, hey, Gott fordert von uns, Entscheidungen zu fällen. Und nicht zu christlich zu klingen und sagen, Gott macht das schon. Ja, er macht das, wenn du dich bereit erklärst und den ersten Schritt gehst. Und auch das hat was für mich mit Respekt zu tun, dass du sagst, Gott, ich ordne mich dir unter. Ich gehe den ersten Schritt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, dass du im Gebet bleibst und er dich durchleitet, Stück für Stück. Ihr Lieben, ich bringe das zum Abschluss. Fass das zusammen. Die Band kann schon mal nach vorne, oder? Ihr wolltet noch ein Lied spielen. Spielt ihr eins? Ja, okay. Jesus muss ins Zentrum, sonst ist alles nichts. Jesus nicht im Zentrum zu haben, auch in deinem persönlichen Leben, versuch's im persönlichen Leben, wenn du nachher betest, wenn du am Tisch betest für das Essen, dann sag Jesus, ich danke dir für das Essen. Gewöhn dir an, stärker auf Jesus fixiert zu sein. Erstens. Nichts anderes, Jesus. Zweitens, wenn du im persönlichen Leben bist oder hier in der Gemeinde, schaff einen Ort, wo sich Menschen wohlfühlen. Das ist die Existenzberechtigung der Gemeinde, dass Menschen hier hinkommen und sagen, ja, hier fühle ich mich wohl, die Gott dann mit seinem Geist anrühren kann und Wachstum schafft. Und vergiss nicht, dass gerade das Alte Testament von der Ehrfurcht Gottes spricht. Das heißt, dein Leben muss das zeigen. Zu allen Zeiten waren Gläubige anders, auch im Alten Testament. Die haben sich gezeigt, weil die irgendwie anders waren. Und der Grund war, weil sie die Heiligkeit Gottes vor Augen hatten. Und das ist das, was uns ein Stück weit verloren gegangen ist. Lass mich noch ein kurzes Gebet mit euch sprechen und dann singen wir. Komm, steht auf. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde hier. Danke dir für die Leitung dieser Gemeinde. Danke dir, dass Menschen hier hinkommen, dass das ein Ort ist, wo man dir begegnen kann. Danke dir für den Einsatz, für die Liebe, auch für die Stadt,
dass wir hier in der Wied leben dürfen, wo so viele gute Gemeinden sind, Jesus. Möchte ich um Segen bitten, auch wenn wir gleich auseinandergehen, für jeden, der hier ist, dass wir gut nach Hause kommen können, gesegnet in die Woche gehen können, aber dass wir uns wirklich nach dir ausrichten, Herr Jesus. Gib uns einfach Klarheit, Weisheit, unser Leben nicht so willkürlich zu führen, sondern bewusst zu führen, bewusste Entscheidungen zu fällen, die dich ehren, die gut sind, wo auch andere Menschen merken, dass bei uns irgendwie was anders ist, Herr Jesus. So bitte ich dich um Segen für jeden, der hier ist. Und natürlich besonders für die Leitung dieser Gemeinde, die ja viele Entscheidungen fällen muss. Jesus, danke dir für deine Liebe und deine Gnade, dass auch in den anderen Gemeinden noch Gottesdienste laufen. Das ist auch so schön, irgendwie, dass überall von dir geredet wird. Auch da bitte ich dich um Segen, so dass wir ein Licht für eine Wied sein können. Amen.